Was lag da drin? Thompson-Muni. Wir sind auf jeden Fall mit der Thompson mit auf 207 Schuss jetzt. Was mir sehr gut gefällt. Wenigstens nicht mehr ganz so Muni-Not dafür. Also so ein Sturmgewehr macht die Level hier auf jeden Fall bedeutend einfacher, muss ich echt dazu sagen. Weil man hier wirklich durchlaufen kann. Und nicht wirklich Angst haben muss, irgendwie unnötig zu sterben. Weil man ja die nötige Feuerkraft hat und dann auch noch so ein schönes 20er Magazin. Das war geklingelt im Kopf. Oder im Körper oder wie auch immer. Ich glaube, das war sauber abgelegt, die Bombe. Die Granate. Thompson. Einmal hier die ganze Scheiße einsammeln. So, Sprengmeister, spreng mal. Und ich bewach die Tür. Oh. Der hat's hinter sich. Bam. Harrison hat seinen Auftrag erfüllt. Ja. Und dann haben wir auch unsere Mission erfüllt. Okay. Und tschüss. Er hat gesagt, ich soll ihn da lassen. Ich hätte noch ganz gerne mitgenommen, weil die Lunte brannte schon. Verdammte Japaner. Okay, dann vorwärts. Yes, Sir. Der Junge hat Potenzial. Ich verliere ihn wirklich ungern, aber er ist genau der richtige Mann für Sie. So. Natürlich speichern und fortfahren. Jo. Und Datei überschreiben, jo. Dann haben wir 4, 5 geschafft. Dann haben wir noch 6, 7, 8 und 9. Nochmal 4 Missionen. Irgendwie ziehen sich die Missionen ganz schön. Muss ich sagen. Showdown in Singapur. Ah, das war die Mission. Okay. Setzen Sie sich, Sergeant Griffin. Nun, dass Sie Ihre OSS-Ausbildung absolviert haben, wartet Ihr erster Einsatz auf Sie. Sofort. Noch heute Nacht. Angeblich treffen heute Nacht führende Vertreter der Achsenmächte zu einem Gipfeltreffen zusammen. Irgendwo in Singapur. Wir müssen wissen, was diese Bastarde vorhaben. Einer unserer Nisei-Agenten wird Sie kontaktieren. Ein gewisser Private First Class Tanaka. Er erklärt Ihnen alles Weitere. Außerdem haben die Limeys einen SOE-Agenten vor Ort. Lieutenant Bromley. Er ist eine Art Joker, also halten Sie die Augen offen. Das wäre dann alles. Und denken Sie dran, wir vertrauen Ihnen. Ach, die Wellrod. Die Waffe ist geil. Das ist halt so eine Instant-Schalldämpferwaffe. Und ja, ist halt One-Hit. Scheiße. Die ist aber wirklich geil. Aber man, der Nachteil ist halt... Ja genau, duck dich weg, du behinderte Spacko. Dass man da wirklich nur immer einen Schuss drin hat. Aber die ist schon ganz gut. Zack. Weiß gar nicht, wie lang die Mission ist. Nein. Ich glaube, der hat's überlebt, ja. Gut, wir haben noch einen Sieg und der hat eine Pistole. Eine echte Pistole. Eigentlich kriegt man das hier im komplett Schleichmodus hin. Scheiße, ich hab beide leer. Schlag ihn doch. Ins Gesicht. Komm, lad nach. Komm, die Wellrod nachladen. Ja, ja. Komm. Ich hab einen Colt. Die wissen eh wohl, dass ich da bin. Wie gesagt, man kriegt das wirklich hier im kompletten Dingensrei hin. Komplett Stealth. Muss man halt bloß ein bisschen mehr schleichen, aber ich habe jetzt irgendwie keinen Bock hier, um hier zu schleichen. Das dauert mir wirklich zu lange. Also wirklich hier
hätte man wirklich geduckt hier lang gehen müssen und wirklich gucken, wie der Gegner läuft und bla bla bla, aber nein. Mein Gott. Jetzt aber. Ich brauche aber Muni für die Dingens. Das wäre mal angebracht. Muni für die Colt. Reload nachladen. Aber die geben keine Muni her, Mann. Das ist so zum Kotzen. Was sollen die Kacke? Ich glaube, da ist mein Abhole. Ichiro Tanaka, Private First Class. Ich bin auf unserem... Okay. Was weiß ich über das Treffen? Der Feind hat das beste Hotel der Stadt besetzt. Ein gewisser Commander Shima ist für alles verantwortlich. Niemand weiß, wer er ist und was er vorhat. Allerdings wird das Hotel schwer bewacht. Angeblich untersteht ein ganzes Regiment der Geheimpolizei seinem Befehl. Unter der Dienstwagen des Commanders! Sie halten den Mund, ich rede. Okay. War wohl nichts mit dem Reden, ne? Wir werden angegriffen. Ehrlich, dass wir angegriffen werden, du Spacko. Nein! Die schießen ja auch gar nicht auf uns. Ich darf noch nicht mal die Dingens hier aufheben, Mann. Das ist genau so ein Scheiß. Da haben wir sowas. Ja, wir müssen uns jetzt hier durch die Straßen Singapurs kämpfen. Was haben wir überhaupt? Gehen Sie zum Hotel und infiltrieren Sie das Gipfeltreffen, okay. Stirb. Scheißegal, wir haben jetzt wir haben ja noch die Velrod. Die liegen ja eh da wie so ein... Keine Ahnung. Liegen... Ohne Scheiß. Wenn man da jetzt noch so eine riesengroße Stahlplatte unterpacken würde, würden die perfekt auf so einem Grillteller liegen. Oh, jetzt grillen wir, geil. So richtig schönes Steak, so schön Putensteak, so... Oh, geil. Das wäre richtig geil jetzt. Rechts lang? Links lang. Und jetzt bestimmt rechts lang. Oder nicht? Der folgt mir. Da ist Sackgasse also wieder. Ja, auch ein bisschen verwirrend hier. Aber ich würde mal sagen, wir sind richtig. Ja. Da nicht. Da auch nicht. Ich würde eher sagen, wir sind falsch. Weil ich von hier gekommen bin. Ja, scheiße, ich warte. Jetzt fängt das schon hier an. Moment mal, ich habe einen ganz großen Pfeil auf dem Kompass, ne? Nö. Gehen wir mal da lang. Hier muss man doch wieder irgendwo was machen können. Da nicht. Da liegt nur ein Medikit. Tür geht nicht auf. Wir müssen wieder irgendwo zu Gegnern kommen. Aha. Ja, Weg für uns Probleme, mein. Was? Der ist nicht gestorben? Was sollen die Kacke? Ja, Wegfindungsprobleme meinerseits. Ist auch nicht gerade das einfachste Spielen. Also mit Dingens. Man, alles sieht hier gleich aus. Ich habe nur zwei Kugeln dafür. Der ist tot. Ich würde ja ganz gerne mehr meinen guten Kumpel Tanaka da machen lassen. Aber bis der so einen getroffen hat, ne, ist ja auch schon wieder Weihnachten. Nee, dann ist... Ja, na gut, Weihnachten kommt schon hin, ja. Dauert eh schon 1000 Jahre. Zack. Klack, voll. Hinten lang. Würde ich jetzt mal den Stack annehmen. Nicht? Wir wurden entdeckt. Hä, wurden wir gar nicht? Labert er denn schon hier für einen Scheiß? Mein... Ah, okay. Gefunden. Nichts gesagt. Ich wollte schon hier gerade sagen, hier, was ist denn das für ein Scheiß? Okay, da haben wir auf jeden Fall einen Speicherpunkt. Werden wir annehmen. Und werden auch speichern. So, innerhalb von eine Dreiviertelstunde zwei Missionen. Okay. Besser als wenn man eine in der Dreiviertelstunde macht. Die ganze Stadt auf den Kopf stellen, um uns zu finden. Ich werde sie auf eine falsche Fährte locken. Treffen uns dann später im Hotel. Was?
Aha. Ach so, das war das. Okay. Ich weiß jetzt. Ich glaube, ich musste irgendwie unten lang, ne? Scheiße. Ich glaube, ich musste irgendwie unten hier durch links durch die Kanalisation. Ich hab's heute aber mit dem Wort, ne? Er lebt noch. Ist es nicht wahr? Oder war das ein Multiplayer-Level? Ich weiß es gar nicht. Zack. Aber dass sie so blöd sind und da nicht checken, dass ich genau vielleicht 10 Meter vor ihm stehe? Kommt mir halt nur immer gut. So, den jetzt noch. Zack. Ich hab den nicht getroffen. Ernsthaft, das war nie kacke, Mann. Schnauze. Aufmerksamkeit. Schnauze. Brauch keine. Die Wellrod ist aber echt eine schöne Waffe. Kugel? Nee. Schnauze. Ich habe ihn nicht getroffen. Beziehungsweise, ich habe ihn getroffen, aber ich weiß nicht, warum der nicht gestorben ist. Tauchen wir da hin. Oh, ein Japaner, der eine Kopfnuss kriegt. Zweifle ich, wie dass ich da hoch muss. Alter! Wie viele Japsen sind denn hier, Mann? Ohne Scheiß! Die können doch nicht die komplette Stadt da irgendwie zugebaut haben. Was muss ich jetzt überhaupt machen? Gehen sie immer noch ins Hotel? Okay. Oh, Scheiße. Kick. Kick. Das spare ich wenigstens ein bisschen Muni. Ich habe hier zwar jetzt ein Medikit genommen, aber egal. Zack. Ich hab den im Arsch geschossen. Ich hab den wieder reingeschossen. Zack. Komm. Wir gehen jetzt Harakiri hier. Ich hab den zweimal im Arsch geschossen, Mann. Komm schon. Schade. Ich dachte, gibt noch irgendwas. Nee. Ist nur Velrod-mäßig. Ah, komm. Schade. Da jetzt runter. Jo. Ich kann da nicht runterfallen. Was ist das denn für ein Scheiß? Alter, will man irgendwo runterfallen? Geht's nicht. Kann man hier noch einen töten? Nee. Noch weiter runter. Alter. Hoppa. Da haben wir noch einen. Komm hier. Zack. Rinn im Bau. Oh, hi. Oh, 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 oh. Zurück. Warum kann der Spacko da durch die Scheibe schießen und ich eigentlich nie? Fragen über Fragen, ob man die beantwortet bekommt, ich weiß es nicht. Ach so, ich glaube, das ist mein Kollege hier. Also die Trumpfkarte. So, ich hoffe mal. Ja, fick dich doch, du Scheißspiel. Ganz ehrlich? Wo habe ich gespeichert? Hab den gespeichert. Och nö. Bis dahin? Soll ich da bis dahin jetzt nochmal hinlaufen? Oh nee, Leute, ich habe keinen Bock mehr. Also das Spiel fickt gerade mein Hirn bis zum geht nicht mehr. Ja, das heißt, wir sehen uns beim nächsten Mal. Hoffe, es hat euch gefallen. Erste Mission von heute war total kacke. Ich habe dafür eine Dreiviertelstunde gebraucht. Und jetzt habe ich hier bei einer Dreiviertelstunde 2,5 Missionen schon mal geschafft. Naja, gut. Egal.
Das wird dann wohl nichts mit den 3 Stunden. Außer ich komme in den letzten Dingen, in den letzten 3 Missionen noch Bombe zurecht. Aber egal. Hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin Adlerwach 1993. Ich weiß, das Spiel ist nicht für jedermann. Aber so ein, zwei Views wären schon geil. Aber ich bin raus. Ich bin Adlerwach 1993 zum zweiten Mal. Hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.